Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Leute, zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Ich kann euch schon die ersten 20 Minuten von dem neuen Game zeigen und werde dies natürlich direkt auch tun. So, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden uns jetzt 20 Minuten feinstes Zelda-Gameplay ansehen, meine lieben Damen und Herren. Worauf ich mich schon sehr freue. So sagen sei das Spiel, also Legend of Zelda Link's Awakening, erscheint diesem Freitag. Das ist der 20. September, erscheint das Spiel für Nintendo Switch. Und wir werden es ab dem Freitag natürlich auch Let's Playen, das ist ja ganz klar. Und du darfst euch hier von der englischen Fassung 20 Minuten zum zeigen. Und dies mache ich jetzt auch. Sobald wir dann das Display am Freitag starten, ist das alles natürlich komplett auf Deutsch. Das ist ja klar, das ist ja nur Preview, deshalb ist das ja auf Englisch. So, das ist nicht die Demo-Version, sondern das ist alles schon die finale Version hier. Und ja, im Prinzip der Anfang ist, ich habe das mir auch ein bisschen angeschaut, genauso wie die Demo mehr oder weniger. Das heißt, ihr werdet auch nicht viel mehr sehen wie das, was ihr in der Demo gesehen habt. Der Demo war da sogar auf Deutsch. Egal. Aber wir schauen uns hier erstmals auch ein bisschen um, damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt, wie es hier einfach so aussieht hier in der Umgebung. Das habe ich nämlich in der Demo nicht gemacht, weil ich davor einfach nicht die Zeit hatte in der Demo. Hier sehen wir nämlich die Karte, zumindest ein kleiner Teil, das freigeschaltet ist. Genau. Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen weiter um. Ja, ich freue mich schon sehr aufs Spiel. Ich werde das mit den Zen ab Freitag dann auch Let's Playen und mir anschauen. So viel kann ich da schon mal verspressen. Ich denke mal, ihr werdet euch darauf so freuen. Ich freue mich auch sehr darauf. Also ich glaube, das ist wirklich eines der gehyptesten Games. Irgendwie seit langem. Endlich wieder ein Zelda. Und das ist so ein schönes, tolles Zelda. Hab ja auch, ich hab's gefühlt in allen Parten schon gezeigt. Jetzt werden die gerade reden. Hier schnell dieses Mauspad. Es ist nicht einfach zu bewegen und zu reden. Dieses Mauspad, ich kann es daran halt hier. Habe es extra bekommen. Und ja. Also ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich sehr aufs Spiel. Und ja. Genau. Wollte ich einfach hier so die ersten Minuten Gameplay und nicht fallen halten. Das ist ja klar. Genau. The Legend of Zelda Link's Awakening ist ein Remake. Also der erste Teil ist damals für den Game Boy erschienen. Haben wir ein paar Parte auch schon angetestet gehabt mit Fabi. War vor einigen, war schon vor 2-3 Monaten oder so. Diente einfach dazu, um es mal reinzuschauen. Da haben wir es auch in Abyss nicht gespielt, zumindest von Anfang her. War das sehr ähnlich, was auch sehr schön ist. Das eben die Remake-Version. Die war wirklich sehr schön, ist gerade. Es hatte jetzt eine massive Gelegenheit, das vor Release eben anzuspielen. Demos und dann jetzt auch die finale Version. Und bei allen kann ich zusammenfassend sagen, das Spiel sieht grafisch sehr schön aus. Es ist halt natürlich irgendwo nur ein Remake und hat irgendwo auch dieselbe Handlung wie im alten Teil. Aber es sieht halt so, es sieht schön aus von der Grafik. Klar, diese Grafik ist gewöhnungsbedürftig, ne, und die gefällt auch nicht sehen. Das ist ganz klar. Okay, auf jeden Fall, aber ich finde die Grafik an sich ganz nett. Und auch den ganzen Rest von dem Zelda. Nettere Pipen, es ist auch so viele darum, gerade die, die es damals schon gespielt haben, ist ja klar. Ups, jetzt hat es gerade ein kleines bisschen geleckt. Nee, das liegt aber an meiner Capture Card. Wenn die da rumsparkt, I'm sorry. Sollte eigentlich aber nicht passieren. So. Ja. Ne? Beides so ein Release. Ich freue mich sehr, sehr arg drauf. Genau. Ja, das ist einfach mal, ich finde auch den Soundtrack von dem Spiel so toll und so faszinierend. Ich wollte eigentlich eine Limited Edition, aber es hat dann leider irgendwie, es ist, sagen wir so, es ist so, bekommen nur mit sehr viel großem Glück noch eine. Sagen wir so. Naja, also sonst war es die normale Edition. Hier haben wir eben den berühmten Strand, wo wir gleich auch das Schwert rausziehen werden. Ich habe es also, oh, nein, geh weg!
Geh weg! Scheiße! Shit, haben wir es mal ein Leben verloren. Was ist denn das für ein Ding da? Ne, auf jeden Fall den Alaptis. Von Alze wieder da hinten. Habt ihr in der Demo das Hund gesehen? Ich sehe das jetzt schon. Ich bin kein krasser Zelda. Ich bin eher Noob. You see it here, we all see it. Ich bin eher Noob. Aber das ist halt so. So, mit dem Schwert, genau, das Schwert kann man so nehmen, damit Dinge auseinanderschieben, wegschieben. Was auch ein bisschen gebraucht, bis das gelernt hatte auf der Gamescom, dass es geht. Aber wie gesagt, ich habe den ganzen Teil schon quasi auf der Gamescom gespielt, deshalb weiß ich auch, was da passiert ist und habe euch das ja auch schon dann im Nachhinein eben gezeigt. Ganz klar. Ups, ach, scheiße, Mann! Es ist so ärgerlich, wenn man das Ding da wegschiebt, dass man da irgendwo da dran stößt, ey. Das ist kritisch. Aber da! Da ist das Wert. Ja, ich fahr mal nach raus, sieht, kommt das mal die weise Eule. Genau. Ja. Am Freitag halte ich endlich die finale Version komplett in den Händen, die ich auch behalten darf. Freue ich mich schon sehr drauf, ganz klar. Das dann endlich auch mal komplett durchzuspielen. Hier bei Demo kam man nicht weit und hier bei der Preview-Version, die ich habe, auch nicht, kommen auch nicht wirklich weit. Also das ist, ich freue mich, wenn ich dann endlich die komplett finale Version vor mir habe, sagen wir so. Und am Freitag wird es dann sowas sein. Also beziehungsweise ich könnte auch die Sprache jetzt auf Deutsch stellen und zum mehr Gameplay, aber nee. Ich bekomme jetzt Probleme. Mehr als 30 Minuten darf ich nicht zeigen. Genau. Wollte euch aber Detail, bam, oder mit irgendwelchen Kerzen. Wollte es aber das hin und uns vorbehalten. So habt ihr es mal vorgelesen, ein bisschen Gameplay. Und ich schaue, dass ihr alles eben besser erkunde. Zum Beispiel der Affe und so weiter, das sind ja doch Neuerungen oder die Truhe. Und da schaue ich das jetzt erstmal Zeit verwenden, um eben alles zu erkunden. Was ja auch letztlich sehr schön ist. Ja. Genau, Freitag, wie gesagt, dann Deutschland-Release. Ab da war bis dann kein Limit. Da lad ich es hoch, da Stream ist, weil ich streame. Das ist jetzt hier auch noch nicht der erste Part, sind einfach nochmal eine Preview. Und dann der erste Part beginnt dann am Freitag, wenn wir das Ganze nochmal machen auf Deutschland alles. Da werde ich dann den ersten Part hochladen. Und das wird dann einfach Livestream sein. Wenn wir den Sandpass dort einen Livestream und das mache ich dann ein paar Livestream-Folgen, spiele ich dann das Spiel durch. So zumindest beim Plan. Ja. Ich weiß, ich wirke so müde. Es ist so faszinierend, wenn das Spiel wieder anfängt. Bis oben. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Wir bleiben noch ein bisschen bei Let's Love Zelda tatsächlich. Ne? Denn die Nassen ist kritisch. Der ist Wahnsinn. Ja, Zelda, genau, richtig. Denn ich wollte nämlich, was ich noch sagen wollte, ist, was auch gemerkt auf der Gamescom zu dem Spiel, es ist eigentlich, wirklich, wirklich nett gemacht, ne? Klar, der Stil mal einige Jahre, so Kindergartenstil, aber es ist wirklich nett gemacht, das Ganze. Und, Gordon, was auch immer das ist, ich hab es jetzt mal, vielleicht so viel, ich habe keine Ahnung, was sie da gerade aufgesammelt haben. Ich nehme es einfach mal an und wir werden schon sehen, was das ist. Was irgendwas Blaues ist, ist immer interessant. Naja. However. Bin zufrieden. So, und was ist jetzt hier? Das wird vermutlich auch nochmal später interessant werden. Oder? Nee, open? Nee, da braucht man Schlüssel. Welche Frage, wo gibt es den Schlüssel? Das wäre euch wahrscheinlich noch heraus. Entschuldigung, ich bin es müde. Das ist. Mann, ich will nicht müde sein. Ich will hier voll hyped und motiviert, dass hier dieses Zelda-Preview hier machen und kommentieren. Aber ich tue halber wegpennen. Ich sag's so, es ist echt kritische Lage. So, da haben wir wieder die ballspielenden Kinder.
Und der Kettenhund, der ja ganz und kritisch ist, aber schauen wir da mal ein Haus. Ich glaube, ich war da auch noch der Gamescom drin in der Demo. Da ging genau, da ist diese alte Frau da, aber mehr habe ich da auch nicht gemacht. Da kann man mit einem Kettenhund talken. Einer vor der Haustür, einer drinnen, so gehört es das. Der eine bewacht das drin aus, der andere bewacht draußen. So läuft der Hase. So, und wenn ihr das Video seht, übrigens, das wird voraussichtlich am Mittwoch, den 18. ist es, glaube ich, dürfte das Video hochkommen. Also morgen. Also, Zeitpunkt, wo ich es aufnehmen, morgen. Und das habe ich mal gesagt, es ist heute, also Mittwoch, nicht streamen werden am Abend, leider, weil ich da unterwegs bin. Ich entschuldige mich dafür. Und ich werde das höchstwahrscheinlich am Donnerstagabend nachholen. Genau, also Mario Maker kommt seit Mittwoch am Donnerstag und Freitag ganz gewohnt Splatoon 2 und Minecraft, aber das wisst ihr eh so. Ich mag total gerne einfach so gegen zu schlagen und die Dinge abzumurksen und macht mir total Spaß und da finden wir die versuchen eine Mussel. Ja, oder Secret Seashell, as it's called in English. Das ist doch toll, ich weiß nicht, irgendwie hat mir das total Bock, mir gerade einfach durch die Landschaft durchzustreifen, mir die anzusehen. Gut, ob es damals jetzt 20 Minuten verweisen ist, ist mal sehen. Ich laufe hier noch ein bisschen rum und dann laufe ich halt langsam zum Zauberwald, aber dann werde ich davor auch ein paar beenden, weil ich im Zauberwald ungern noch in diese Preview hier reinbringen müsste, weil ich eher hier die Umgebung hier also zeigen wollte. Aber ich denke mal, habt ihr soweit auch so einen relativ netten ersten Eindruck bekommen. Und hier ist erstmal alles wegmachen. Und ich glaube, da können auch überall Secrets, das soll unten drunter sein. Ich weiß nicht, ich habe das Original nur halbart gespielt, aber es ist immer besser, alles so das Forsten, den habe ich jetzt verpasst, oder wird der mir noch zugerechnet? Ich habe keine Ahnung gerade. So, was denn das? Das ist das Trendy Game. Ah ja. Das ist interessant, vor allem wie da dieser fette Hulli da rumsitzt. Das ist ganz schön uff. Aber wie war das normal? Ich will erst jetzt nicht mehr kommen. Ich will den Yoshi. Ja! Nein! Das war ein bisschen zu. Scheiße, Mann. Ich bin in sowas im Real Life auch nicht gut, ey. So ein Fett. Ein bisschen weitergehen müssen. Das triggert mich. So ist mein ganzes Duellen der voraus. Als will jetzt einen Scheiß was hier haben. Was ist denn das? Ich hab doch gar nicht mal dahin, Alter. Ach, komm. Ich wollte den Yoshi hier. Dann hab ich Biene. Das ist doch. Ah. Sowas regt nicht nur im Real Life auf, sondern auch hier. Weil man darin einfach verdammt keine Skills hat, ey. Das ist so ein Mäusemelken ist das hier. So ein Mäusemelken ist das. Subi gelaufen. Subi. So, das ist auch interessant. Ach, hier kann man sich quasi Equipment holen und Leben und sowas. Das ist so interessant. Da werde ich oft hingehen. Oh Mann. Ja, ihr seht schon, hier gibt es relativ viel Interessantes zu sehen. Und ein Huhn. Ja, ist einfach eine nette kleine Ortschaft hier, das Village. Ist sehr schön gemacht, auch schön animiert. Das finde ich in Samuel sehr, das mag ich so gern. Denn den sieht man vor allem, finde ich, in Twilight Princess das schön, wo die auch diesen schönen Ort haben, wo der Link da in dem Baumhaus oben wohnt. Und dann darunter kommt, das ist total. Wirklich, das ist, mag ich total gern. Twilight Prince ist auch mein Lieblings-Zelda, aber ich glaube, Link's Awakening könnte da jetzt sehr nah rankommen, weil es das zum Aufbau her und allem drum und dran auch sehr nett und toll finde, hier dieses Video. Aber mal sehen. Erstmal durchspielen, abwarten und danach rätseln darüber. Wir planen auch mit Sam zusammen auch noch mehr Zelda in absehbarer Zeit zu bringen, weil der wäre jetzt mal so aus kleiner Ankündigung.
sobald das Zelda hier durch ist, und gut, am Freitag kommt sie erst raus, aber sobald das jetzt bei irgendwo vorbei ist, mir definitiv auch Ocarina of Time 3D. 3D. Ich kann kein Englisch mehr 3D machen und dann mal sehen. Also, wir sind noch offen für ein, zwei Zelda-Projekte nach dem hier, die wir dieses Jahr noch zocken. So. Ja, Zelda ist ja irgendwie doch eine schöne Sache, ganz klar. Ganz klar, ganz klar, ganz klar. So, und einsammeln. Und alles kaputt, man, as always. So, da ist Marien. Ah ja. The Ballad of the Windfisher. Well, that sound good. Das sieht schön aus. Jetzt haben wir nochmal dazu und gehen. Nee, wir gehen lieber. So, und das sehen wir, da ist was Neues freigeschaltet und was das sein wird, sehen wir erst in der finalen Version. Denn, ja, ich glaube, wir haben soweit weitestgehend alles erkundet, was es hier soweit zu erkunden gab. Und hier geht's Richtung Zauberwald. Aber das machen wir erst in der finalen Version, liebe Leute. Sammeln noch die drei Herzen ein und dann sage ich herzlichen Dank fürs Zusehen. Hiermit geht's dann weiter in der finalen Version ab Freitag im Let's Play. Macht's gut, bis dahin, ich bin raus. Und ciao.